Hallöchen, liebe Freunde, hier ist wieder euer Drowny und ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary. Wird gehen. Unglaublich. Naja, so, wir sind hier in der tiefen Schlucht und nicht wundern, ich kämpfe gegen eine Erkältung an, die noch nicht so ganz rauskommen kann, weil ich dagegen was tue, wie eben gesagt. Also nicht wundern, wenn ich. Oh, so ein bisschen, ne? Räuspern muss und so Geschichten, ne? Hört man's? Man hört's vielleicht auch. Klingt etwas anders als üblich. Ja, ist halt etwas blöd. Na, oh, jetzt habe ich da so was Sinnloses bekommen. Oh, was weiß ich gar nicht mehr, was wir letztes Mal. Oh, wir haben 2, 4, 6 Priester. Das ist natürlich hochinteressant. Davon sind 3 mal Heiler. Oh, schön. Aber es hat sich geändert. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Die Talente hier ist, ich bin mit letztem Urteil, ich glaube, letztes Mal hatte ich M4Ziels, ich weiß es gar nicht mehr. Die Glyphen, die ich vorher drin hatte, also ich bin nur wieder zurückgegangen. Ich buff nochmal gerade, sagen der Könige, ja, ich buff Könige, denn, tada, ich bin auf voll Vielseitigkeit. Also alles, was geht mit Vielseitigkeit. Ihr seht auch das Equip, das ist Season 7. Das ist noch aus Wrath of the Lich King und ich habe endlich die Unheilsklinge. Zwar nur normal, Moment gehen. Zwar nur die normale Ausführung, aber das reicht mir ja. Ich finde das cool. Ist ja, optisch gesehen, eine Neuauflage von der Schneide der Verheerung. Also Cataclysm's Edge, im Englischen was glaube ich. Aus, ich weiß nicht, aus dem Hyjal. Also der Hyjal, der Schlacht um Hyjal. Schlachtzug aus, wie heißt es, BC. Ja, sieht natürlich viel schöner aus und die Effekt, also die Waffenverzauberung ist da viel, viel schöner. Ja, jetzt kommt der Fern noch, ein Siegne, dann den, da muss mich ein bisschen umgewöhnen wieder. Wenn man halt das öfters mal die Alpha spielt, dann kommt man da so ein bisschen, ah, schaut man auch wieder ein bisschen durcheinander, weil das ja dann doch etwas ganz anders funktioniert, upala. So, das war jetzt wie kein Problem. Das ist die Frage von, wo kommen sie? Das haben sie nicht eingenommen. Eigentlich müssten sie oben sein. Wir gehen einfach mal hoch. Ja gut, also wenn ihr das Video hier seht, habe ich wahrscheinlich die Erkältung auskuriert. Von daher, okay, es sind ein paar mehr. Da kommen 1, 2, das ist ein Heilpriester. Schurke, Schuck. Oh Gott, was kommt hier in Schuck? Alles. Nee. Schamane. Bis dann. Wall ist ab, CD ist denn an. Mal einen Umzug kann. Ne, die Eule kann mir noch nichts tun. First Blood. Wird mir generell nichts tun können. Weil sie vorher sterben würde. Killing Spree. Dann ich doch. Double Kill. Mal ihn raushauen. Ja, ausweichen. Hau mal den da weg. Also der Damage ist übrigens damit nicht höher. Der ist eigentlich eher niedriger, als wenn ich mit Mastery spiele, was hier auf der Hand liegt. Vielseitigkeit ist einfach deutlich teurer. Komm ich raus? Nö. Vielseitigkeit ist deutlich teurer, aber hat halt defensive Aspekte. Einmal man kassiert weniger Schaden und man hat deutlich mehr Heilung. Ich meine mit 33,5% gerundet macht man halt mal so. Ja, 33,5% mehr Heal. Ne? Das ist auch nicht zu immer sagen. Oh, jetzt hab ich. Oh, schon wieder. Insi fail, weil ich instant raus war. Naja. Ja, gut, also wenn ihr dieses Video seht, ist es natürlich schon mit der Alpha ein bisschen her. Hat sich natürlich einiges wieder geändert. Bis dato, also neue Builds werden wahrscheinlich aufgespielt sein, PvP wird mehr und mehr angepasst werden, da werden Sachen gefixt und so weiter. Und ja, ich werde soweit machbar immer daraus berichten, so ist es nicht. Nur zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es halt so, dass im Moment einfach irgendwie wenig Leute da groß am Tun und Machen sind. BGs kann man im Moment vergessen, weil man da eine Stunde oder zwei wartet, bis da überhaupt was aufploppt, weil A, irgendwie wenig Leute da sind. Und B, ein Pali gestunt wird, nochmal ein Stunt bekommt. Oh, du Arschgesicht. Und man
Jetzt habe ich den Faden verloren. Du Drecksau. Dafür stirbst du. Ah, Boost Char. Geh mich auf die Eier. Also nicht der Pally, sondern... Oh, so einer bist du. Das geht dir nicht gut. Deswegen gibt's jetzt die Bubel. Ja, jetzt doch nicht mehr. Ja, jetzt kann ich mich nicht mehr konzentrieren, sorry. Da können wir die Leute töten. Deren Heiler, da ist der Heiler von denen. Stammen wir den mal. Komm mal hin. Scheiße. Der Pally, der nervt ehrlich gesagt nur. Doch konzentriert. Sorry, Leute. Voila. Doch ein bisschen viel hier unterwegs. Krieger wegdrücken können. Ja, den kann man wegdrücken. Da habe ich doch den Schurken hier. Der hat nichts mehr. Dann kriegt der jetzt den Stun. Dann hier. Ah, danke. Jetzt bin ich nicht getrappt. Wo ist der Rogue? Da ist er. Tötet ihn! Tötet ihn! Scheiße. Dann. Das kriegt man nicht da. So einen Wechsel machen. Freedom. Rogue. Pally wieder. Krieger, das machen lässt. Das wird hier nichts, das sind zu viele. Scheiße. Die kann ich nicht helfen. Sehen Sie mich hier durch die Schweine. Nicht schlecht, nicht schlecht. Schaffen wir es noch, schaffen wir es noch? Ja, das schaffen wir. LOH habe ich noch. Die können wir nochmal slowen. Jetzt dann meine ich. Haha, da bin ich auch echt. Da weg mit ihm. Durch die Bubble. Machen wir den mal weg, der nervt nämlich einfach nur. Ah, scheiße. Zu spät gesehen. Den Krieger weg, den Chami da. Ist mir auch recht. Also irgendwas stirbt hier. Zack. Ich glaube, das letzte war irgendwas mit Legion. Ja, dort wird natürlich halt noch viel getan und gemacht. Ich habe hier meinen Buff noch, wow. Und da muss man halt dann einfach schauen, was sich da ändert. Also vom Stand jetzt, wo der Aufnahme ist, es halt einfach so, dass Tanks einfach nicht sterben, machen halt auch ordentlich Schaden und, bringt jetzt an, ja, Effekte. Was ist dann? Und ja, oder Demon Hunter sind auch irgendwie untötbar, weil sie, oder ja, beziehungsweise machen extrem viel Schaden, können innerhalb von, ich glaube, 23 Sekunden können sie die Flagge abgeben im Warzone, weil sie so unglaublich übertrieben mobil sind und haben Super CC, also Super CC heißt, das ist, glaube ich, das heißt Einkerkern, damit, ja, kerkern sie einen ein, wenn man in der Bubble ist, beziehungsweise das hat 20 Sekunden, 3 Sekunden CD, man bekommt Schaden in der Zeit, kann selber nichts machen, auch nicht angegriffen werden, aber man ist da komplett raus und nicht mal die Insignien hilft. Wobei da vermute ich eher ehrlich gesagt, dass. Oh, nicht schlecht. Da vermute ich ehrlich gesagt, das ist buggy. Weil, es ist wirklich einfach nicht normal. Ja, wie gesagt, das sind halt so Dinge und da macht es halt dann überhaupt keinen Spaß, vor allem zu spielen, das muss man noch dazu sagen.
Ach, jetzt hab ich den Krieger. Okay, das hab ich nicht gesehen. Ach, Entschuldigung, wir haben Nase auch ziehen, manchmal muss das sein. Ja, und mit solchen Sachen ist das einfach nicht gerade einfach da entsprechend zu hantieren. Man merkt das halt schon beim Red jetzt speziell. Ich hatte ja mit Evangeline, haben wahrscheinlich nicht viel mitbekommen. Ich habe mit Evangeline haben wir Zweier und Dreier gemacht. Das kann man auch in unserem Stream noch gucken, wenn es noch da ist. Ich guck mal, wenn der Link noch da ist, dann setze ich ihn runter in die Beschreibung rein. Und wir haben Zweier gemacht, Dreier gemacht. Wir haben zwar meistens das gewonnen, lief auch super. Wir haben auch Dreier haben wir dann aus Versehen. Das hatte Blizzard geändert gehabt, dass die Dreier, dass die Leute mehr in die Dreier-Queue gesteckt werden, weil zu wenig Heiler irgendwie drin waren in der Warteschlange, und dann sind sie, dann hat man einen Heiler dabei, einen Priester, schon, ja, was weiß ich, ich nenn's mal Holy Cleave, aber das wäre mit dem Heilparler, das hat man auch gehabt, nur das Problem ist einfach dann, das Problem ist einfach, dass da, ja, ich hab jetzt beide umgehauen, nicht schlecht. Das Problem ist einfach, man hat immer nur gegen die gleichen gespielt, und das war dann halt eigentlich leicht. Man hatte keine Caster, also nur Minis, und da ist man dann auf Swifty getroffen, und der, der spielt dann halt als Prot Warrior, den tötet man nicht. Dann hat man gegen Demon Hunter mehrmals gespielt, da hat man dann entweder haben wir gleich gewonnen, weil wir Heiler schnell umgedrückt haben, weil die Heiler gar nichts heilen konnten. Weil es einfach nicht geht, ne? Die sind undertuned in der Hinsicht irgendwie. Und, oder man hat halt dann 1 gegen 2 gespielt, gegen Tank, und hat dann entweder gewonnen. Das war gegen Swifty, war das einmal, aber das hat Ewigkeiten gedauert. Oder gegen einen Demon Hunter, der sich dann die ganze Zeit hochhält und nebenbei noch Schaden austeilt und dann immer wegkommt. Und man kommt als Red einfach nicht hinterher. Das ist das Problem. Man kommt einfach nicht hinterher. Oder man kommt nicht weg. Und das ist halt nicht so, dass man den Mörderschaden daraus drückt. Also wenn man das gesehen hat, dass ich habe leider vergessen aufzunehmen. Das ärgert mich bis heute noch. Wir haben ja beide mit Wort der Herrlichkeit auch gespielt, oder? Ja doch, ne, eher nicht immer, aber ich zum Beispiel, damit mir die ganze Zeit noch so zwei Heals raus kann mit Wings, ist das schon ordentlich mehr. Ansonsten hätten wir da jetzt immer selbst mit Heiler arg Probleme gehabt. Und das ist halt irgendwo dann eine Melee-Bubble wert, ne? Das ist aber dann wieder sowas, wo man sich halt sagt, ja, okay, gut, das ist halt scheiße, ne? Gut, wie gesagt, Tuning und alles kommt noch. Und da haben wir es wirklich schon gewonnen. Wow, 13 Minuten. Ja, kann man nicht meckern. Wow, 3-4 Mal Erde mit mir. Wow. Nee. Ja, das sind halt, wie gesagt, dann so Dinge, das fehlt halt irgendwo. Und das ist auch, glaube ich, so der Grund, weil vieles einfach so... einfach vieles bescheuert irgendwo immer noch ist, oder halt so buggy, dass es einfach keinen Spaß macht, das dann zu spielen. Und dann wahrscheinlich auch viele irgendwo weg, irgendwo nicht hingehen, also nicht drin sind. Guck mal da, ein 70k-Crit. Und 82k, das war wahrscheinlich an dem Chemi da vorhin, wo ich in der Mitte, wo ich beide umgehauen, den Schaman und den Krieger. Den Schaman habe ich wahrscheinlich hier mit nebenbei umgehauen. Schon ordentlich. Gut, okay. In diesem Sinne sage ich mir vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn was dann seid, ab damit in die Kommentare oder auf Twitter. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.